Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Es geht um das Thema Wintercamping. Es wird auch schon langsam kalt hier bei uns und wir wollen ja auch bald in Wintercamping fahren. Dann nehmen wir euch natürlich mit. Und es haben mir ganz viele geschrieben. Einige gucken auch noch mein erstes Video vor 2 Jahren, was ich im Keller gedreht habe, zum Thema Wintercamping, dass sie doch mehr Informationen oder Videos zum Thema Wintercamping haben wollen. Dem Wunsch komme ich natürlich gerne nach, deshalb auch dieses Video heute. Aber ich nehme euch natürlich auch mit zu unserem Winterurlaub nach Weihnachten. Da fahren wir wieder ins Mondafon. Da dürft ihr auch gerne mitfahren. Wen die Videos interessieren, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr die natürlich nicht. Ja, und jetzt heute stelle ich euch mal meine 10 Must-Haves vor. Was im Wintercamping wichtig ist, was ihr mitnehmen müsst, wenn ihr zum ersten Mal Wintercamping macht. Und ganz am Ende des Videos habe ich noch einen kleinen Geheimtipp. Auch für all diejenigen, die jetzt nicht unbedingt Wintercamping machen wollen, aber den Wohnwagen im Winterlager stehen haben oder sowas. Das macht ja fast jeder, würde ich mal behaupten. Und da habe ich noch einen ganz, ganz guten Geheimtipp für euch, was ihr da tun könnt. Aber das erst am Ende des Videos. Jetzt fangen wir erstmal an mit den 10 Must-Haves. Ja, mein Must-Have 1 auf jeden Fall, was ihr dringend braucht, ist für die Kühlschrankgitter. Ich habe das jetzt schon abgemacht hier. Ja, da sind meistens so Verschlüsse drin, wo man es abbekommt. Muss man Gitter davor machen, damit die nicht so viel kalte Luft ziehen. Weil unter 8 Grad, das ist ja im Winterurlaub in aller Regel der Fall, braucht ihr solche Verschlüsse, damit der Kühlschrank noch ordentlich arbeitet. Ich kann es euch jetzt gerade live zeigen, deswegen ist es noch ein weiterer Tipp. Schaut, dass die Dinge auch vorab passen, denn wir haben die beim Wohnwagenhändler mitbestellt, mit dem Wohnwagen. Und schaut mal, das sind die falschen, die passen nämlich gar nicht. Deswegen haben wir das jetzt Gott sei Dank 3 Wochen vorm Urlaub jetzt schon mal gemacht, mit diesem Video inklusive, und müssen das jetzt nochmal reklamieren nach dem Motto, es sind die falschen. Denn es ist auch ganz schwierig, die richtigen zu finden. Also ihr müsst einmal die Maße hier nehmen, dass ihr wirklich die richtigen Winterabdeckungen bekommt. Ist ganz, ganz schwieriges Thema. Selbst der Händler hat quasi die falschen jetzt mitgeschickt. Aber jetzt haben wir noch genug Zeit, sodass wir die richtigen bekommen können. Da bin ich sehr, sehr hoffnungsfroh. Ja, Tipp Nummer 2 ist, was ihr auch schon vor dem Urlaub machen könnt, in aller Ruhe zu Hause, ist Gummipflege euch anschaffen und damit die Tür- und Fensterdichtungen einmal einschmieren. Wir haben hier so einen Pott, da geht man einmal hier rum, dann ist das so eine schöne glänzende Oberfläche, damit die auch schön geschmeidig sind und nicht festkleben im Urlaub. Das machen wir vor jedem Winterurlaub, machen wir das, also quasi einmal im Jahr. Und ich würde euch auch empfehlen, das beim Auto zu machen, weil da geht es bei den Türen genauso. Deswegen einmal Gummipflege. Es gibt auch andere Methoden, außer diese fertigen Stifte hier zu kaufen. Aber jetzt preislich, eine Dose hier hält für uns 3 Jahre. Also geht es jetzt um den Preis nicht unbedingt. Und ich finde die eigentlich von der Anwendung her sehr ganz gut. Ja, der nächste Tipp ist das Thema Wintervorzelt. Wir haben es jetzt nicht aufgebaut extra für das Video heute. Ich blende euch aber gerne mal Bilder ein von unseren Wintervorzelten, die wir schon genutzt haben. Da dient es ja nur dazu, das ist ja kein Wintervorzelt, wie man es normalerweise im Sommer benutzt, sondern so groß, sondern normalerweise ist es nur eine Art Schleuse zum Wohnwagen hin. Wir beheizen das Wintervorzelt auch nicht, sondern es ist wirklich nur als Schleusefunktion gedacht, je nachdem, was man vorhat. Das heißt, wenn ihr Wintercamping machen wollt und daran Spaß findet, solltet ihr auf jeden Fall ein Wintervorzelt anschaffen mit einem schönen, guten Fußboden drin, der auch ein bisschen Feuchtigkeit aufnimmt, also Vorzeltteppich in klassischem Sinne, und auch eine Windblende dran, damit das ein bisschen geschützt ist. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Wenn ihr es zum ersten Mal probieren wollt, würde es auch mit Sicherheit ohne Wintervorzelt gehen. Wir hatten letztes Jahr, mein Sohn und ich, ja auch kein Vorzelt aufgebaut, weil es kein Platz war. Es ging auch so. Mit Vorzelt ist es natürlich schöner. Und wenn ihr generell sagt, wir wollen Wintercamping machen, dann ist so ein Wintervorzelt aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Must-Have. Ja, der nächste Tipp ist diese Bugplane. Wir sind heilfroh, dass wir bei diesem Wohnwagen wieder eine Kederschiene oben haben im Bug. Denn da geht die Bugplane rein. Die hängt über dem ganzen Vorderwagen, denn sie soll die Gasklappe schützen, dass die nicht vereisen kann. Wenn die einmal zugeeist ist, bekommt er die nicht mehr auf. Oder er müsste halt mit Föhn der Wasserstoff da hinstellen. Deswegen ist so eine Bugplane auch eine sinnvolle Investition. Es sei denn, ihr habt eine Gasregelanlage. Die haben wir jetzt auch hier drin. Wir haben also beides, aber eins von beiden würde genügen. Mit der Gasregelanlage habt ihr ja sichergestellt, dass die Anlage automatisch von der leeren auf eine volle Flasche umschaltet. Das heißt, die macht das automatisch.
Ansonsten müsstet ihr ja an den Gaskasten und die Gasflasche den Füllstand prüfen. Und da ist so eine Bugplane sehr wichtig. Unsere war schon im Urlaub richtig vereist. Das wäre sonst quasi mit dem Gaskasten passiert. Deswegen aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Must-Have. Ja, das nächste Must-Have, auf die es kommt man vielleicht auch gar nicht so, wenn man keine Wintercamping-Erfahrung hat. Denn fürs Abwasser habt ihr alle diese Abwassertaxis, diese Tanks, die kennt ihr ja, rollbar in aller Regel. Die könnt ihr für den Winterurlaub nicht verwenden, denn gefrorenes Wasser bekommt ihr aus dem Tank einfach nicht mehr raus. Ihr braucht also für den Winter einen normalen Eimer. Wir haben ja immer so einen Falteimer dabei. Da läuft das Wasser rein, da kann man auch notfalls das Ganze als Eis ausstülpen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb auf jeden Fall ein Must-Have, weil mit dem normalen Abwassertaxi könnt ihr im Winter nichts anfangen. Ja, auf jeden Fall ein Must-Have, sofern ihr in Skiregionen fahrt mit Schneefall, ist diese Kaminverlängerung oder eine Kaminverlängerung für den Heizungskamin, der am Dach rauskommt, bei den klassischen S-Heizungen. Der steht ja nur so viel über dem Dach über. Das heißt, wenn da viel Schnee drauf fällt, hat die Heizung keine Funktion mehr. Deshalb Kaminverlängerungen. Wenn ihr eine Kombiheizung habt oder alte, dann habt ihr meistens den Kamin hier seitlich am Wohnwagen raus. Da gibt es auch so, ich sag mal, so Lätzchen, damit das Kondenswasser besser abfließt. Das wäre auch ein Tipp für den Winter. Wir haben jetzt eine Kombiheizung, haben aber einen Dachkamin. Und da gibt es dann auch so Verlängerungen für drauf, damit da etwas Schnee drauf passt. Also das wäre auch wichtig aus meiner Sicht, Must-Have, gerade dann, wenn man in Skiregionen fährt. Ja, auch sehr wichtig ist ein Schneebesen. Der hier hat jetzt noch einen integrierten Eiskratzer. Der ist auch teleskopierbar. Dann kann ich von der Seite vom Dach das Dach räumen, denn ihr braucht auf jeden Fall so einen Schneebesen. Ihr müsst das Auto freiräumen und auch den Wohnwagen. Spätestens dann, wenn ihr vom Campingplatz wegfahrt, denn da liegt dann Schnee und Eis drauf. Und das kann den hinteren Verkehr behindern, gefährden. Das darf nicht sein. Deshalb müsst ihr das Dach räumen. Vom Auto, auch vom Wohnwagen. Und dazu braucht ihr einen Schneebesen. Und den hier haben wir schon seit etlichen Jahren im Einsatz. Wir finden den echt gut. Es gibt aber auch andere Methoden für Schneebesen. Aber apropos andere Methoden. Ich habe alles, was ich euch hier zeige, in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr schauen, was ihr davon noch braucht. Das sind aber nur Beispiele. Ihr müsst das natürlich nicht genauso holen. Es gibt auch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Ja, das nächste Must-Have aus unserer Sicht ist eine teleskopierbare Leiter. Wir haben da noch so einen Stuhlbezug draufgepasst, damit wir keine Macken in den Wohnwagen bekommen, weil wir hatten ja eben drüber gesprochen, Kaminverlängerung, Schnee vom Dach räumen. Natürlich müsst ihr aufs Dach kommen und dazu braucht ihr eine Leiter. Das ist mit Sicherheit eine relativ teure Anschaffung, weil so eine Leiter kostet etwas über 100 Euro. Das heißt, wenn ihr zum ersten Mal ein Wintercamping fahrt, wollt es probieren, könnt ihr auch hier auf Lücke gehen und sagen, okay, wir beschaffen uns das erst später. Es gibt immer Campingnachbarn oder Platzbetreiber, die sowas da haben. Wenn ihr allerdings generell Wintercamping macht, finde ich sowas wichtig. Wobei ich habe es auch ganzjährig dabei, weil ich auch im Sommer mal aufs Dach will, wenn irgendwelche Äste drauf liegen, mit der Klimaanlage irgendwas ist, irgendwelche Blätter dranhängen. Deswegen habe ich die immer dabei. Aber es ist gerade im Winter wirklich sehr, sehr wichtig, aufs Dach zu kommen. Ja, das nächste Must-Have, wenn ihr in Skiregionen, Schneeregionen fahrt, ist eine gescheite Schneeschippe. Macht nicht den Fehler wie wir. Wir haben uns am Anfang so eine kleine teleskopierbare gekauft. Und dachte, okay, die ist schön kompakt für die Wohnwagen, ideal, darf nichts wiegen, ihr kennt das Thema. Aber die war nach 3 Minuten im Winterurlaub in Österreich mit richtig Schneefall, war die defekt und kaputt. Und da haben wir gesagt, nee, jetzt holen wir was Gescheites. Wir haben uns einfach aus dem Baumarkt so eine normale Schneeschippe geholt. Da gibt es auch andere Versionen, aber was Stabiles. Die kommt ins Auto, einfach wo die Ski liegen, legen wir die dazu und habt ihr was Stabiles dabei. Weil spätestens, wenn ihr heimfahrt, müsst ihr einmal den Schnee komplett räumen, damit ihr aus der Parzelle rauskommt. Oder auch zwischendurch mal, wir hatten schon Urlaube, da mussten wir jeden Tag, haben wir dann eine halbe Stunde Schnee geräumt. Und da ist eine gescheite Schippe wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, mein letztes Must-Have, was ich euch vorstellen möchte, auf die Idee kommt man vielleicht auch nicht unbedingt sofort, ist ein Türschlossenteiser. Denn im Winterurlaub gibt es gefrierendes Wasser und was auch immer und kann euch die Türschlösser zumachen, ihr kommt nicht mehr rein. Deshalb braucht man Enteiserspray.
Natürlich wichtig, das Ganze nicht im Wohnwagen zu lagern, das wäre natürlich nicht so gut, sondern wir haben das meistens im Auto im Handschuhfach liegen, weil im Auto braucht man heutzutage zum Aufschließen keinen Schlüssel mehr, da kommt man normalerweise rein und da liegt das dann drin. Wenn ich doch mal an die Tür muss oder an eine Klappe, das wäre ja dasselbe, habe ich Türschloss in Eisen dabei und kriege in kürzester Zeit wieder mein Türschloss auf, ohne mit Föhn, mit anderen Methoden da mit Feuerzeug anfangen zu müssen. Sowas, finde ich, sollte man im Winter auf jeden Fall dabei haben. Ja, das waren unsere 10 Must-Haves aufgrund unserer Erfahrung, was man im Winterurlaub auf jeden Fall dabei haben sollte. Was für mich aber dennoch wichtig ist, ich möchte es erwähnen, ist kein Must-Have, weil das gehört zur Grundausstattung meines Erachtens, sind stabile Abstützfüße mit großen Auflagen für den Winter ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen, was ihr auch bedenken müsst, wenn ihr einen Zugwagen, also auf dem Zugwagen braucht ihr auf jeden Fall gute, gute Winterreifen und führt auch bitte Schneeketten mit, sofern ihr in Schneeregionen fahrt. Auf dem Wohnwagen ist wintertaugliche Bereifung nicht vorgeschrieben. Das nur als Hinweis. Aber auf dem Zugwagen solltet ihr auf jeden Fall gute Winterreifen drauf haben und Schneeketten mitführen. Ich habe sie immer dabei, nach dem Motto, lieber dabei haben und nicht brauchen, wie umgekehrt. Und natürlich hilft im Winter auch ein Allradantrieb. Wir haben jetzt Allrad, aber es gibt auch genug, die fahren ohne Allrad im Winterurlaub. Das geht natürlich auch, muss man ein bisschen mehr aufpassen. Aber das ist für mich auch wichtig, aber nicht meine 10 Must-Haves, weil das ist für mich selbstverständlich. Ich möchte es dennoch in diesem Video gerne anmerken. Ja, und jetzt noch ganz kurz, wie eingangs erwähnt, zu meinem Geheimtipp. Denn man hat ja im Winter auch Probleme mit Feuchtigkeit. Man muss viel lüften und so weiter und so fort. Ich verlinke euch gerne mal ein Video vom letzten Jahr, wie ich euch das zeige, wie wir das gemacht haben mit Lüften. Ist ganz, ganz wichtig, dass ihr die Feuchtigkeit rausbekommt. Und was auch noch hilft, sind diese Silica-Gel-Tütchen. Die kennt ihr, wenn ihr irgendwelche Ware geschickt bekommt, Taschen oder sonst irgendwas, wo Feuchtigkeit aufnehmen könnte, liegen die immer als, ich sag mal, Wegwerfartikel dabei. Die sollen ja die Feuchtigkeit binden. Und dasselbe machen die auch im Wohnwagen. Das habe ich auch als Tipp bekommen. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, von wem. Schreibt es gerne in die Kommentare, wer mir Tipp gegeben hat, wer es liest. Ich kann es echt nicht mehr sagen. War aber sehr gut, weil normalerweise wirft man die Dinger weg. Man kann die aber sehr gut gebrauchen. Man legt sie in die Schränke rein, im Winterlager zum Beispiel. Und die binden die Feuchtigkeit, sodass sich die Feuchtigkeit nicht in die Möbel oder in die Matratzen oder was absetzt. Und dafür sind die Dinger wirklich gut. Und sie sind ja auch eigentlich kostenlos, weil man kriegt sie ja immer geschenkt. Und tut sie einfach auf die Seite, lichtdicht und blickdicht, einfach in eine Box, damit sie auch keine Feuchtigkeit zu Hause aufnehmen. Und dann sind die im Wohnwagen sehr, sehr gut zu verwenden. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Deshalb noch mal ganz kurz als Geheimtipp. Hat jetzt mit dem Winterurlaub an sich nichts zu tun. Natürlich sehr hilfreich, aber auch für Winterlager und so weiter wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Und vor allen Dingen kostenlos zur Verfügung. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerade diejenigen, die zum ersten Mal vielleicht Winterurlaub ausprobieren wollen, probiert es gerne aus. Wir waren auch am Anfang skeptisch und haben uns etwas gescheut. Und jetzt wollen wir nichts mehr anderes machen. Deswegen traut euch. Wir nehmen euch, wie gesagt, auch mit, wenn wir in Winterurlaub fahren. Das ist jetzt noch 3 Wochen, 4 Wochen Zeit. Also bis nach den Weihnachtstagen. Und wie gesagt, ich würde mich freuen für ein Like fürs Video und für ein Abo meines Kanals. Dann verpasst ihr auch die ganzen Videos nicht. Und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. Schreibt rein, was euch dazu einfällt, was vielleicht für euch noch ein dringendes Must-Have ist, was ich gar nicht erwähnt habe. Schreibt einfach, ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.